tun? Ja. Hm. Oh, Heilungshandschuhe. Probieren wir mal die. Ach, Gegenstand ist leer. Ich warte. Vita Mortis. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Könnte die Musik mal aufhören? Und ja, ich nehme mal an, da kommen wir nicht rein. Nee. Ist was los? Kein Problem. Ja, ist geschützt. Gut. Nehmen wir an, das sind die Feuerschalen, von denen der Drache gesprochen hat. Die wir halt den Farben nach entsprechend anzünden müssen. Mit blauem und lilanem und rotem Öl. Rot brauchen wir ziemlich viel und das haben wir noch nicht. Ich nehme an, das kriegen wir im Giffyanki Dungeon. Weil hier aus dem blauen Becken haben wir das blaue Öl und aus dem violetten Becken bei den Giffyanki, ach, das ist der Giffyanki Dungeon, Entschuldigung, haben wir das lilane Öl. Also nehme ich mal an, wir müssen das blau anzünden, das lila und das da auch lila. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja. Blaues Öl. Ihr entzündet die Fackel. Sie brennt blau. Yay. Die daneben lila. Wahrscheinlich. Oder violett halt. Und auch die hier unten violett. Hat schon mal nichts Böses gemacht. Ich weiß aber nicht, ob sie ausgehen, wenn ich jetzt die Ebene wechsle. Ich finde es auch lustig, wie er hier die ganze Zeit eigentlich aufgedeckt ist, obwohl wir gar nicht hier sind. Ich finde es lustig, wie sich die Hebel an der Maschine bewegen irgendwie. Alles so ein bisschen wirklich verrückt. Naja, gut. Ah, Illifiden. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Gegen Illifiden hilft nur, wo ist es denn? Nicht Zauberabwehr, sondern... Da war's. Ich warte. Ich bin bereit. Keine große Herausforderung. Chaotische Befehle dürften vor Illifiden-Angriffen schützen. Ich bin bereit. Die Natur nimmt das Leben, das sie hat. Die Erdkolosse können wir auch so tilgen. Mal gucken. Ist der Dungeon eher in die Richtung ausgelegt oder? Ah, er ist irgendwie quadratisch, also kann sein, dass ich überall hinkomme. Fragt, was möchtet ihr? Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Erzählt mir mehr davon. Wurde aber auch, aber gerne. Ich warte. Keine große Herausforderung. Sprecht schon. Wobei, da scheint es nicht weiterzugehen. Zeit aufzubrechen. Gut. Ja, nun gut. Oh, aber hier ist was eingelassen. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Also ja, chaotische Befehle zu haben und zu nutzen, das ist sehr praktisch. Ein Stab, ein Illifiden-Zepter. Ach, das ist mal so einer. Ein Fluchstecken.
Was macht das Ding? Das ist die ist eine Hälfte eines bizarren Schlüssels der Elifien, der an einem Zepter erinnert. Das Schloss, das dieser Schlüssel sperrt, muss wahrlich etwas Wertvolles schützen, wenn die Gedankenschneider sich die Mühe gemacht haben, den Schlüssel in zwei Teile zu trennen. Ah ja. Wenn ihr es wollt. Gut, noch halten die chaotischen Befehle. Ich warte. Führt mich an, mein Freund. Die Dienerin der hätte ich auch gehört. Vor allem was anständig ist. Ich kenne mich. Ja. Wie sieht's mit dir mit der Intelligenz aus? Irgendjemand schon gelitten? Nö, gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da würde es weitergehen. Da drin ist niemand eingesperrt. Hier drin auch nicht. Hier drin ist jemand. Nein, nein, ich halte das nicht mehr aus. Habt Gnade, ich werde euch nie verraten. Bitte lasst mich einfach sterben. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr werdet mir was niemals verraten. Wovon sprecht ihr da eigentlich? Ich möchte antworten, und zwar jetzt. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Ich bin hier, zu helfen. Ich habe es euch schon gesagt, ihr Scheusale. Castor hat es verdient, auf ewig in diesem Glas gefangen zu bleiben. Ich werde nicht zulassen, dass er kommt. Ja, woher kennt ihr Castor? Jetzt spuckt schon aus, was ihr über Castor wisst. Oder ihr werdet gleich ein paar Zähne spucken. Sprecht nicht, ihr. Wenn ihr ganz still haltet, kann ich euch helfen. Ihr gehört nicht zu diesen Monstern. Ihr könnt mir nicht helfen. Lasst mich einfach in Frieden sterben. Ich flehe euch an. Wenn ihr euren Frieden wollt, gebt mir besser ein paar Antworten. Bitte, ich will euch doch nur ein paar Fragen stellen. Meine Wunden sind sehr schwer. Meine Zelle ist beinahe abgelaufen. Aber ich will euch eure Fragen beantworten, wenn mir das möglich ist. Woher kennt ihr Castor? Castor war mein Meister. Er hat seine anderen Schüler vor zahlreichen Jahren an diesen schrecklichen Ort gebracht. Er hat seit langer Zeit vergrabenes Wissen gesucht, das in den Tiefen dieser Festung verborgen ist. Er hat uns an den Feind und Wächter in den oberen Stockwerken vorbeigeführt. Als er die Maschine von Lum, dem Verrückten, fand, erkannte er sofort, dass sie den einzigen Weg darstellte, das Tor zum unteren Bereich der Festung zu öffnen. Ich habe gewusst, dass die Maschine der Schlüssel ist, um von hier wegzukommen. Castor war so närrisch zu glauben, er könnte die Maschine kontrollieren. Er studierte die Kontrolle, legte einen Schalter um und einen Augenblick später war er in diesem magischen Glaskäfig eingesperrt. Bevor wir ihm helfen konnten, hat dieser Idiot von Castor einen weiteren Schalter umgelegt. Wir waren urplötzlich von einer Horde wütenden Dämonen von einer anderen Ebene umzingelt. Ja, es gibt nur wenige Dinge, die gefährlicher sind als der Schatz eines Magiers. Ha, da habt ihr aber schon blöd aus der Wäsche geschaut, was? Dämonen, ich hasse Dämonen. Und dennoch ist es euch offensichtlich irgendwie gelungen zu überleben. Genug geschwafelt, ich werde euch wohl besser einfach töten. Nehmen wir mal die 1. Werden vielleicht alle überleben, wenn dieser Idiot von Castor Zeit gelassen hätte, unsere Zauber zu wirken. Aber er geriet in Panik und begann damit Scheitern nach dem Zufallsprinzip umzulegen. Feuerbälle, Blitzstrahl und Monster, es ist ein Wunder, dass ich mit meinem Leben davon gekommen bin. Meine Gefährten hatten allerdings nicht so viel Glück. Sie wurden von den Dämonen in Fetzen gerissen oder durch die Magie dieser infernalischen Maschine bei lebendigem Leib verbrannt. Castor blieb jedoch unverletzt. Er war in der Glaskugel, in der er eingestoßen ist, vor allem geschützt. Was für ein grauenvolles Schicksal. Es sind Verrückte wie Castor, die dafür sorgen, dass wir Magier einen so schlechten Ruf genießen. Ja. Aber obwohl Castor überlebt hat, blieb er in seinem Gefängnis gefangen. Er war hilflos und konnte nicht entkommen. Obwohl er sah, nein, davon will ich nicht sprechen. Ich hätte ihn befreien können, aber ich habe ihn dort gelassen, damit er dort verrottet. Ja, eine wohlverdiente Strafe, aber wie seid ihr hierher gekommen? Sagt mir, wie man diesen Glaskäfig überwinden kann, der Castor schützt. Ich werde euch rächen. Was wisst ihr über die Kreaturen in diesem Stockwerk? Oh, es ist schon spät geworden. Ich sollte wirklich zusehen, dass ich weiterkomme. Nehmen wir mal wirklich die 2. Nein, ich werde euch es auf keinen Fall verraten. Er verdient, auf ewig hier gefangen zu bleiben. Auf andere Fragen bin ich durchaus bereit, euch Antworten zu geben. Aber diese Frage kann ich nicht beantworten. Niemals. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch gefangen genommen haben. Dank meines scharfen Verstandes und meiner Verschlagenheit habe ich die letzten 10 Jahre hier überlebt.
und dabei nach einem Ausgang gesucht. Ich habe gesehen, wie Castor allmählich den Verstand verloren hat. Er beschwört die Kreaturen inzwischen, um sich zu amüsieren. Er ergötzt sich daran, wie sie hier kämpfen und leiden. Vor ein paar Jahren hat er eine Gruppe die Finnen beschworen, die sich im Kampf mit einer Kriegsmann, die Gifienki, befand. Die beiden Gruppen haben es geschafft, in diesem Ort zu überleben. Die Gifienki hat sich im Nordwesten und die Finnen im Süden auf. Ist es nicht eigentlich gerade andersrum? Und ihr seid zwischen die Fronten geraten. Die Kreaturen vergeuden ihre Zeit und Energie, indem sie gegeneinander kämpfen oder wirkungslose Angriffe gegen Castor und sein Gefängnis starten. Bis vor ein paar Monaten bin ich dem Monster aus dem Weg gegangen und dann haben mich die Lifiden erwischt. Die Lifiden haben gespürt, dass ich das Geheimnis von Castors Käfig kenne. Sie haben meinen Körper, meine Seele und meinen Geist gefoltert, aber ich habe mich geweigert zu sprechen. Castor soll niemals freikommen. Kann ich gar nichts, um euch zu helfen. Ihr könnt mir weder helfen, noch könntet ihr mir noch Schlimmeres antun, als ich bereits erlitten habe. Die Folter der Delfin hat mich bereits zerstört. Ich heiße die Dunkelheit willkommen. Ja, der Lehrling ist tot. Arme Sau. Hier ist auch niemand drin in der Gefängniszelle. Oh, ach ja. Die Tische. Wieder Heiltränke. Juhu. Ja, nun gut. Noch ein Stab. Und den kann sie auf einmal nicht identifizieren. Was zur Hölle? Das ist ein stinknormaler magischer Geschossstab. So, gehen wir erstmal nach unten. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Uff. Fallen? Ja, nicht so schön. Okay, okay. Also hier lang? Komm, ich warte auf euren Befehl. Wenn es von Nutzen ist, spuck ich aus. Schwächungsfalle. Verstanden. Ah ja. Suppi. Ich war keine große Herausforderung. Ja, ganz meine Meinung. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Erst die Gedankenschilder verprügeln, bitte. Mist. Ihr könnt ruhig alle auf die Erdkolosse einprügeln. So, Schwächung mal aufheben. Oh, noch eine Falle. Okay, schön. Immerhin, guck mal, dass du die entschärfst. Wenn es nicht eine Einwegfalle war. Ich warte. Ist das gut? Einverstanden. War wohl wirklich eine Einwegfalle. Noch mehr Pfeile, plus 3 Schleuderkugeln. Und noch mehr Schleuderkugeln. Drei Schleuderkugeln plus 2, wow. Ihr würdet mir bitte helfen, das Zepters miteinander. Das Zielenzepter kann nur dazu verwendet werden, eine der Türen in der Gegend zu öffnen. Ja. Das ist ein Zielenzepter, das entstanden ist, indem ihr die beiden Hälften des Zepters vereint habt. Ihr müsst jetzt nur noch die Tür finden, die damit geöffnet werden kann. Ja, wenn ihr es wollt. Oh, und ich nehme mal an, dass das dann die Tür hier drüben sein wird. Entweder das oder im Süden gibt es noch eine Tür. Fragt nur. Ich erwarte eure Anweisungen. Zeit aufzubrechen, wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten.
Okay, das war die Tür wohl. Wurde aber auch wie ihr wollt. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Ja, verstanden. Ich warte, euer Wunsch. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass sobald ich hier das Ding rausnehme. Ja, die Gedanken stehen da schon auf dem Kriegsfuß. Nur Gott sei Dank nicht so heftig wie erwartet.